Benzinmotor. Beeindruckend kraftvoll, erstaunlich effizient. Der Ford Focus mit EcoBoost-Technologie. Jetzt Probefahren in einer unserer 12 Filialen in Südbaden. Ernst und König. Wir bewegen Baden. Neuausgabe von Ponte TV, dem Web-TV vom Balinger SC. Anlässlich des Heimspiels Balinger SC gegen den VfR Mannheim. Endstand 6:0. Weil wir noch einen Stammplatz mittlerweile bei Ponte TV. Aber die Leistung muss man honorieren, Fabian. Drei Tore heute geschossen. 6:0 gegen die Tabelle letzte. Hört sich brutal hoch an für euch. Aber muss sagen, hat euch in die Karte gespielt, das frühe Tor, oder? Ja, mit Sicherheit. Wir haben gewusst, dass es kein einfaches Spiel wird. Mannheim zwar letzter Platz mit einem Punkt, aber sie haben auch oft unglücklich verloren. Fast ähnlich wie wir in der letzten Rückrunde. Haben es dann aber gut gemacht durch zwei schnelle Tore. Sind dann gut ins Spiel gekommen und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann gut ausgespielt. Praktisch in der zweiten Halbzeit. Haben ein bisschen leid getan. Dein ehemaliger, der BSC-Kollege Alex, jeder Schuss war praktisch ein Treffer, aber auch schön herausgespielt, die Tore. Ja, ich denke auch. Wir haben es dann sehr gut herausgespielt. Die Tore sind verdient gewesen und es kann sich sehen lassen. Jetzt haben wir gesagt, die Zuschauer haben eine große Erwartungshaltung. Wenn wir jetzt gegen die Mannschaft spielen von der Tabellenhälfte, zweite Tabellenhälfte wird es ein bisschen leichter, aber ich habe schon mehrfach gesagt, Oberliga ist kein Wunschkonzert, jeder Gegner muss gespielt werden. Ja, ist natürlich vermeintlich leicht, wenn man gegen die zweite Tabellenhälfte spielt, aber es ist das Gegenteil, die kommen alle mit Ambitionen her, wollen eine der besseren Mannschaften natürlich auch vom stören im Spielverlauf und auch im Sieg, den Sieg wegnehmen, Sieg mitnehmen hier aus der Ponte. Dürfen wir ihn nicht leicht machen. Ich denke, heute haben wir das beste Beispiel dafür geliefert, wie es gehen muss und wie es gehen kann. Und daran müssen wir weitermachen. Es zeichnet sich immer mehr aus der Breite, auch die Qualität. Weil ich nicht gut besetze, man kann 1:1 Spieler setzen, müssen unbedingt auf Fabian Schlösser mit der erfolgreichsten Tor. Aber er hat mehr Möglichkeiten wie in der letzten Runde. Ja, mit Sicherheit. Das ist natürlich auch auf die Verletzungen zurückzuführen. Wir haben sehr wenig Verletzte. Das spielt uns in die Karten. Wir können gut durchwechseln. Wenn einer mal eine kleine Schwächephase hat, kann er ersetzt werden. Und das macht uns auch aus dieses Jahr. So kann es weitergehen, Fabian. Schönes Wochenende. Jetzt geht es dann zum Cannstatter Wasen und kann euch fahren. Ich wünsche dir was. Bis demnächst. Tschüssi. Ja? Tschüss. Ja? Tschüss. Weitere Gesprächsrunde hier BSC Ponte TV. Bei mir noch Janik Heringer. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wechsle, dich mit dem Johannes. Aber ich habe es jetzt richtig gesagt. Macht richtig Spaß zurzeit, oder? Ja, klar. Also diese Runde, wenn man es gerade mit letzter Runde vergleicht, sind wir natürlich erfolgreicher und dementsprechend macht es dann auch mehr Spaß. Aber es ist... Sieht vielleicht nach viel Spaß aus, aber man muss sich das immer wieder Woche für Woche und gerade wir erarbeiten. Und ich denke, dann kann man auch so Spiele wie heute erleben, wo wir dann das zurückkriegen. Ja. Auch wenn jetzt Mannheim Tabelle letzter ist, Oberliga muss jede Mannschaft gespielt werden. Also man kann nicht sagen, es ist mal ein Selbstläufer, oder? Nein, auf keinen Fall. Ich denke, das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist jedes Spiel müssen wir 100% geben und dann müssen wir schauen, was dabei rauskommt. Und ich denke, so sind wir auf einem ganz guten Weg. Man sieht es auch in der Zuschauerzahl, wenn man erfolgreich spielt, dann kommen auch die Zuschauer hier auf die Ponte, oder? Ja, das stimmt. Also gerade in dieser Saison nochmal ein riesen Dankeschön an jeden, der da war. Das pusht uns Spieler natürlich ungemein und macht auch umso mehr Spaß dann. Und wie gesagt, ein riesen Dankeschön und ich hoffe, das können wir noch ein bisschen steigern, vielleicht im Derby gegen FFC und dann schauen wir mal. 25. Oktober, das heiße Derby gegen den FFC, da wird die Bude brennen hier auf der Ponte. So, das wäre es hier gewesen von Ponte TV vom Spiel. Balinger SC gegen den VfR Mannheim, Endstand 6:0 und dir alles Gute für die Zukunft. Mach's gut. Dankeschön. Tschüssi.